Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hallo. Juhu, wow. Wir sind wieder mal im Auto. Heute ist Sonntag und das Wetter ist immer noch ganz schlecht. Und wir fahren jetzt ins Fun Arena, oder wie heißt das? Was? Ins Fun Arena? Nee, Fun Arena, wie heißt das? Fachabi verstanden. Nee, Fun Arena. Jeder versteht ja was anderes. Auf jeden Fall ist ein riesen Indoor-Spielplatz. Da treffen wir uns nämlich wieder mit der Hanna und den Spielzeugtestern. Oder Hanna von den Spielzeugtestern. Genau. Freuen wir uns schon ganz drauf. Also eigentlich hatten wir überlegt, ins Hansapark zu fahren, aber... Wetter macht mit. Das Wetter macht überhaupt nicht mit. Und bei diesem Regen macht es auch keinen Spaß. Es regnet gar nicht. Ja, aber es wird weniger. Guck mal, die Sonne kommt schon ein bisschen raus. Oh nein. Boah, Sonne. Hm? Boah, Sonne. Oh, Sonne, ja, genau. Das ist ein Gewerbegebiet. Ja! Hi! Du freust dich aber! Hi! Ich habe jetzt, meine Flipflops mit. Ich glaube, wir haben alle ihre Schuhe an hier, ne? Also ich sehe zumindest hier nicht, dass hier irgendwie groß was. Die Kinder laufen in der Socke. Lass sie doch kurz an. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir müssen uns einfach überschicken irgendwie. Ja, genau, das ist hier was. Ja, ist okay, kannst dir aus. Obwohl da eigentlich gar nichts passieren kann. Man wird ja ganz sanft hier. Vielleicht muss man sich hinlegen. Wenn das so. Man muss sich vielleicht hinlegen. Achso, ja, okay. Oh ja. Juhu. Das ist ja cool, ne? Wo ist Hanna denn jetzt? Hanna ist da hinten, ne? Oh. Dann würde ich auch mal hüpfen gehen. Hm? Ich mach so hoch! Auch mit? Ich komm mit. Ja. Kamera gegen Kamera jetzt. Ja. Auch mit, super. Oh mein Gott. Warte, ich kann hier leben, okay? Da. Ah, da bist du ja! Ich hab's ein Ziel, okay? Guck mal, Sandra ist jetzt da. Hilfe! Oh nein, ich rutsch schon! Lass! Warum ist denn so schnell? Dann war. Aber Heiko ist hier auch runtergefahren. Ja, ja, alles gut, aber ich habe mich nur gewundert. So, ich habe mir jetzt Antirutschsocken geholt. Das ist so glatt hier. Und eine Karte fürs Post, für das Schließfach. So, die Kids spielen ein bisschen Fußball. Und schieß! Er soll schießen. Weinen wir alle mit Sandra und so? Weiß ich nicht. Ja, aber jetzt wollen wir uns einmal was anderes nochmal angucken. Kommt! Oh! Oh! Auf dem Dreirad! Flasch-Eis kaufen? Hm? Kann man hier ein Flasch-Eis kaufen? Gucken wir mal gleich. Da ist ja Heiko wieder. Das ist schon wieder Hanna weg. Sandra ist weg. Ja. Ja, die ist doch cool mit diesen Reifen. Aha. Die hier nehmen, da hochlaufen. Da runterrutschen. Wo kommt man da hin? Darüber? Hier rumlaufen. Okay. Guck mal, da ist Mama. Ja, Sandra ist schon wieder. Sandra ist bei Hanna. Was? Ja. Oh Gott!
viele Sicherheitsreifen, die sind nur mit halber Geschwindigkeit. Jo. Und abgegangen! Oh. Oh. Nochmal? Nee. Nein. Nochmal? So, jetzt kommt Ash. Oh, bist du schnell! Ja, ja. Oh, doch nicht. Nee. Aber ich. Und Hanna ist weg. Hanna ist schon wieder weg. Ist ja eigentlich. Und Ash auch. Der ist auch schon weg. Das ist doch cool. Wir sind Tetherpark, genau. Das macht bestimmt Spaß. So. Das ist doch cool, auch mit dem Netz. Juhu, nee, das ist ja, nee, das ist ja cool, oder? Ich glaube, ich will auch da mal rein. So, machen wir jetzt auch mal hier rein. Ja. Aber. Angel. Oh. Oh, ob das was wird. Und? Hilfe. Geht auch klar, oder? Ja, man kann sich sogar hinlegen, so eine Hängen. Einen großen Schritt. Ja, das sehe ich. Aber ich muss sagen, Mama hat es eigentlich ganz gut gemacht. Sehen wir doch mal. Man, ich habe keine Ahnung. Ja, dann rutsch mal nicht runter. Klar, ja, versuch. Genau, jetzt musst du irgendwo. Ja, oh ja, super. Warte kurz! Guck mal hier! Das ist voll cool! Das ist auch so was Ähnliches, nur für kleinere Kinder wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist rutschig auf dem Ding. Ja, das sind deine Schuhe, du musst einen die Rutschsocken anziehen. Jetzt mal doch die an die Rutschsocken. Ja. Nee, wahrscheinlich. Geh mal weg! Ja. Und einmal ausruhen, genau. Kannst du ja mal hinlegen. Oder so. Auch gut. Ja, genau so. Super. Da muss man richtig klettern. So, dann Trampolin. Wenn man runterfällt, fällt man in die Netze. Oh, und das möchte ich nicht. So, die Kinder sind jetzt hier oben. Wo man eigentlich Schuhe anziehen muss, steht da. Guck dir das mal an, das ist auch so ein Kletterpark hier. Cool, oder? Ich glaube, ich mache das auch hier. So, jetzt wird hier gegessen. Knoblauchbrot. Ketchup mit Pommes. Oder Pommes mit Ketchup. Und sogar Salat. Guten Appetit. So, wir sind gerade hier jetzt in der Schwarzlichtzone. Da kann man nämlich Minigolf spielen, im Dunkeln. Wow. Wow, super. Ey, der Mann ist weg. Ich habe gewonnen. Der Mann ist aber hier drin. Ja, ist reingerollt, habe ich auch gesehen. Ist ja cool, ne? Ja. 16 Sekunden, ernsthaft? Wir schaffen das. Ihr werdet immer besser. Wir schaffen das. Ja, jetzt gibt es noch ein zweites Einzelspiel. Wollt ihr nochmal? Ja. Einmal noch. Wo wir hier zerlaufen. Okay. Geht schon los? Ja, geht los. Sehr gut gemacht, wann ist eben 16? Genau, 16, ja. Nächste Mal jetzt geht noch mal los! Das nächste Mal sind es 10. Okay, es geht weiter. Und los geht's! Starten wir hier? Oh ja. Start, geht los! Ja,
irgendwo hier noch? Hier nebenan war doch noch einer. Wollen wir da? Okay, wollen wir nach nebenan gehen? Da gibt es die nächste Einzelmission. So, hier gibt es jetzt noch ein anderes Laserspiel. Hier erscheinen immer wieder Laserstrahlen irgendwo. Von oben auf da ist einer. Und die müssen dann gefangen werden. Zu Ende. Aber dafür sieht man hier wirklich nichts. Nee. So, ich gehe jetzt mal raus. Nochmal. Ja. 1, 2, 3. Hier ist noch einer. So, Merel. Wow. Das ist ganz schön. Ich muss meine Kunde hier jetzt mal, dass wir hier einen Wind machen. Es nimmt nichts. Doch. Ja, weil die Go-Karts, über die Go-Karts sind unterwegs. Müssen wir erstmal blockieren hier. Spannenden und ja, super Tag in diese Fun-Arena. Und die Kinder sind mittlerweile schon so ein bisschen kaputt, oder? Ja. Sind nach Hause jetzt aber auch. Ja, sind nach Hause und wie es aussieht, das Wetter ist auch schön geworden heute Nachmittag, aber nun gut, jetzt haben wir ganz viel Spaß gehabt. Für den Hansapark jetzt nicht gereicht. Nein, für Hansapark, da muss man für den ganzen Tag hinfahren, also von morgens bis abends lohnt sich das auch. Ich bin reiser geworden. Ja. Weil wir uns da so lange mit den Spielzeugtestern unterhalten haben. Genau, und wir haben auch so oft geschrien, da immer gegen die Geräuschkulisse gegen ansprechen mussten. Ja. Boah, aber wir hatten ganz viel Spaß. Sandra war auch heiser, wieso? Ja, du hast ja auch überhaupt nichts gesagt, ne? Ab und zu schon. Ab und zu mal schon, ja. Wir fahren jetzt nach Hause und ich würde sagen, das war es auch von mir dann oder von uns. Dann wollen wir noch grillen, ne? Dann wollen wir auch noch grillen. Ja? Wir waren was zum Grillen. Wir sollen nicht immer so über Essen reden. Achso, ja, okay. Wir grillen dann nicht, wir essen heute nichts. Und dann wollen wir mal sehen, was wir das nächste Mal machen, ne? Ja, ich denke mal, wir fahren in Hansapark. Also hatten wir uns vorgenommen, hatten wir mit Sandra gerade besprochen. Na, ganz liebe Grüße an euch nochmal an diese Stelle. War schön mit euch. Ja, an Sandra. An Sandra, und genau. Und dann Hanna und Heiko. Genau. So, wollen wir mal Tschüss sagen, ja. Tschüss. So, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.